Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Vielen Dank für dein Einschalten. Das freut mich ganz doll. Lass uns mal schauen, welche Botschaft sich heute hier für dich versteckt hält und mach dir einmal ganz kurz bewusst. Es ist eine allgemeine Legung. Schau mal, ob du damit überhaupt in Resonanz gehen kannst. Dann fangen wir mal an mit dem schamanischen Seelenorakel. Das Jahr neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Ich glaube, der ein oder andere von euch macht hier schon drei Kreuze, wenn dieses Jahr endlich vorbei ist. Gut, schauen wir mal. Der Kreis, der Abschluss, die Klinge, ja genau, deutet wirklich ganz, ganz doll darauf hin. Jo. Ein emotionaler Abschluss, ein emotionaler Abschied. Es könnte jetzt sein, dass du in den letzten Tagen noch mal ordentlich angetriggert worden bist und dich hier emotional von Dingen gelöst hast, die dir hier einfach nicht mal gut getan haben. Und du festgestellt hast, nachdem du dich von diesen Dingen gelöst und getrennt hast, diese auch abgeschlossen hast, dass du dich dadurch befreiter fühlst. Ja, irgendwie kommt es besser ins Laufen. Es stockt nicht mehr, es stagniert nicht mehr. Irgendwie hält dich hier einfach nichts mehr auf. Na, das hast du jetzt festgestellt. Das ist deine Reflexion. Das ist deine eigene Erkenntnis, die du erworben hast und mit der du jetzt arbeiten kannst. Na? Ah, okay. Dann schauen wir mal weiter. Viel Wasser haben wir hier auch mit dem Wasser. Wasserelement ist hier sehr, sehr wichtig. Die Wasserzeichen, Skorpion, Fisch, Krebs. Das könnte hier ein Teil in eurer Legung sein. Okay, also hier geht wirklich viel Heilung. Viel, viel Heilung geht echt mit. Ne? Transformation, emotionale Stabilität, Sicherheit, aber auch emotionale Distanz tatsächlich, kann das auch sein hier, dass man sich von gewissen Dingen hier jetzt wirklich fernhält. Na, also, dass man hier auch vieles nicht mehr so sehr an sich herantreten lässt, weil man auch zu nah am Wasser gebaut ist, sehr emotional aufgebaut ist. Hier ist aber tatsächlich König der Kelche, kann auch Königin der Kelche sein. Das ist hier jetzt hier vollkommen egal. Ein emotional reifer Mensch, sehr empathisch, spirituell, hat eine therapeutische Wirkung, sehr verträumt, spielerisch in Teilen auch, ist hier auch sehr nah am Wasser gebaut. Ne? Wir haben hier ganz viel Wasser, wir haben hier im Hintergrund der Karten für Wasser. Hier beim Gericht ist auch nochmal das Wasser abgebildet. Also hier geht es wirklich um sehr, sehr viel an Gefühlen, an Emotionen. Na, und all das, was damit zu tun hat, auch die Intuition und die Weiblichkeit ist damit auch angesprochen. Na, um das Empfangene, Annehmende, also um auf den Punkt zu kommen, hier zeigt sich tatsächlich ein Mann an. Es kann auch deine eigene Energie sein. Schau mal, wie das passt. Hier ist ein Mann, der sich verändert hat. Es ist wirklich so, hier hat sich jemand sehr transformiert. Eine lange Zeit der Transformation, die hier bei einem Menschen passiert ist, ist abgeschlossen worden. Ich sehe dann hier aber auch in den oberen Reihen, in den oberen Karten, dass hier auch ein Abschluss zu sehen ist. Entweder spiegelt sich das Ganze hier jetzt nochmal in den Tarotkarten wieder, oder aber es sind zwei Energien, die momentan sehr synchron laufen. Das kann auch sein. Belastungen, die man hier mit sich umhergeschleppt hat, die man schweren Herzens hier einfach nicht loslassen konnte. Und davon sprechen die 10 der Stäbe, von Belastungen, Druck. Na, das hat man hier immer und immer wieder etwas aus der Vergangenheit mitgeschleppt in die Gegenwart und in Teilen auch noch in die Zukunft. Und es geht jetzt darum, genau diesen alten Ballast rauszuschmeißen. Das kann hier auch sehr, sehr schnell gehen. Mit dem Gericht kann das hier sehr schnell gehen. Das ist ja auch immer so eine Karte für eine, also für mich, für eine Läuterung. Ne? Da greift man dann von da oben ein und dann wird einem hier etwas bewusst gemacht, etwas für klarer, viel verständlicher. Das ist hier wie so ein Aufwecken, so ein Weckruf.
ein Aha-Moment mit einem wichtigen Effekt dahinter. Ein Effekt der Erkenntnis, der Reflexion einfach, ne? Und hier scheint sehr, sehr viel passiert zu sein. Aber auch, dass hier wieder etwas in die Harmonie reinkommt. Ja, etwas war hier ja gar nicht im Gleichgewicht gewesen. Und nun geht es darum, das, was nie im Gleichgewicht war, das mit der Mäßigkeit und dem Kelchkönig aufzufüllen, um das Ganze, was nicht im Gleichgewicht war, also diese Schwere mit der 10er Stirn, diese Schwere abzuschmeißen, damit wieder ein Gleichgewicht herrscht. Weißt du, was ich damit sagen möchte? Du hast auf der einen Hälfte der Waagschale fürs Gleichgewicht gesorgt und muss eine gegenüberliegende Person ebenso für dieses Gleichgewicht sorgen, damit alles wieder schön in der Balance ist. Hier sind wirklich zwei Menschen, ihr habt keinen Kontakt, gehe ich meine Annahme, dass ihr keinen Kontakt habt. Wenn dem so wäre, dann wüsstest du es ja. Und ich glaube, das wäre hier an der Stelle kontraproduktiv. Hier sind zwei Menschen kein Kontakt, die haben sich wirklich unabhängig voneinander entwickelt. Und es sieht mir jetzt ganz danach aus, als würden jetzt so die letzten 48 Stunden bis 72 Stunden wirklich nochmal hier so noch mal ordentlich reinknallen, hier nochmal ordentlich das eine oder andere aufschütteln, aufwühlen, ne, um das nochmal deutlicher zu machen. Mensch, da ist noch was, lass es los, ja. Das ist hier kein großer Akt. Das ist einfach nur, aha, okay, alles klar, da ist noch was, gut, ich gucke mir das doch mal schnell an und dann lasse ich es los. Es geht auch vielleicht auch nur um diese Erkenntnis, dass da noch was ist. Wenn es dir noch nicht bewusst sein sollte, dann wird es dir bewusst werden. Na, also es könnte sein, dass sie jetzt vor dem großen Finale, vor dem großen Counter nochmal so ein paar Triggerpunkte angeschossen werden. Es dient dir aber hier zu einer gewichtigen, genau, zu einer gewichtigen Sache bei, und zwar hier etwas zu erkennen und zu sehen, was du vielleicht jetzt noch nicht sehen kannst. Das könnte auch etwas entweder mit dir selber oder mit deinem Gegenüber zu tun haben, dass du da irgendwie was, dass da was durchkommt, eine Information. Da soll ja wieder was ins Fließen kommen, ne? Und das, was hier ins Fließen kommt, das ist wahnsinnig wichtig, damit dieses Gleichgewicht auch wieder da ist, ne? Damit es funktioniert und harmonisiert vor allem. Das ist ja mal spannend hier. Also es knallt dann sozusagen jetzt schon, ne? Aber das ist ein positives Knallen. So ein Knall, eine Freude des Knallens. Ach Quatsch, ja. Oh nee, nein, also pass auf, du weißt, was ich meine? Also Himmel. Was ich meine ist, hier knallt es zwar nochmal. Ja, kann ja sein, dass du es wirklich umsetzen wirst. Ja, warum auch nicht? Ist ja Silvester. Oh Gott, diese Zweideutigkeit immer. Nein, also das, was ich meine, ist ja eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen, hier werden nochmal die Lampen so richtig angeleuchtet, damit man aufmerksam wird, dass da noch was ist, das dann eigentlich auch schon wieder ausgemacht werden kann. Weißt du, wie ich das meine? Wirklich nur so ein kurzer Moment, ah, die Lampe ist an, ich mache die jetzt wieder aus. Alles klar, die ist angegangen, ich habe es registriert, ich habe es wahrgenommen, ich weiß jetzt Bescheid, jetzt kann ich es wieder ausmachen. Das ist hier sozusagen. Die Zahl 4 könnte hier auch für dich eine wichtige Bedeutung haben. Und die Farbe Gelb kommt ganz doll durch. Gelb, Wasser, die Zahl 4. Könnte hier sehr, sehr wichtig für dich sein. Ja, was zeigt sich denn noch? Ja, also mit dem Federschwerter zeigt sich hier schon eine Ruhepause an, eine Ruhephase, eine besinnliche Zeit sozusagen, die innere Einkehr, hier eine Stille reinzubringen in einer gewissen Sachlage, wo es ziemlich laut war, wo es hektisch war, chaotisch. Ja, vielleicht wurde auch viel geschrien im Sinne von nicht schreien, weil du dich bedroht fühlst, sondern geschrien im Sinne von vor Schmerz, weißt du? Und das ist hier so eine Erholungsphase. Kann auch sein, dass du wirklich hier kurzzeitig mal irgendwo warst, dich mal irgendwo hinbegeben hast, um wieder Kraft zu tanken. Das kann hier vielleicht ein Kraftort für dich sein. Vielleicht bist du auch mal für eine Zeit weggefahren, hast deinen Urlaub genutzt, um irgendwo hinzufahren, wo es dir vielleicht gut geht, wo du vielleicht noch gar nicht warst, um einfach hier wieder zur Besinnlichkeit zu kommen, um diese Sachlage hier auch zu ruhen und auch Abstand zu nehmen, ne?
Es ist eine Zeit, in dieser Zeit ist sehr viel passiert, auch wenn man es nicht glauben mag. Hier ist wirklich ganz, ganz viel geschehen, sehr viel Stabilität, die aufgebaut wurde. Und hier kommt auch eine Hochzeit rein, eine Hochzeit der Freude. Und das Ganze hat etwas damit zu tun, dass hier die Grundlagen dafür in dieser Zeit der Stille gelegt worden sind, um letztlich darauf auch jetzt endlich aufzubauen. Also hier haben sich wirklich die ganze Mühen und Arbeiten gelohnt, die hier investiert worden sind, in allererster Linie für dich selber, weil du hast ja hier etwas für dich getan und nicht für dein Gegenüber. Und dann geht es jetzt dahingehend, dass da ein Erfolg reinkommen kann. Ja, das Rezept wurde vom Arzt unterschrieben, ist genehmigt und dann kann man das in der Apotheke einlösen und abholen sozusagen. Ja, oder wird geliefert. Es wird geliefert werden, das, weil das Handwerk da ist. Ja, die Fähigkeit ist da. Beidseitig ist hier die Fähigkeit da, dass zwei Menschen absolut hier nochmal, aber auch in ihrer eigenen Verbindung. Die Verbindung muss ja erst einmal zustande kommen. Ne? Ihr habt ja hier keinen Kontakt. Demnach wird dann hier wieder etwas in den Flow, in den Fluss kommen. Ja, hier wird eine Stagnation aufgehoben werden. Das sieht man hier auch. Die Grundlagen dafür sind gegeben. Die Fähigkeiten sind da. Die Werkzeuge sind da. Ihr habt alles an die Hand mitbekommen in dieser Zeit der Stille, um das, was ihr gelernt habt, umzusetzen, gegenseitig umzusetzen. Du bei deinem Gegenüber und dein Gegenüber bei dir. Ihr habt gelernt, ihr habt transformiert, ihr habt geheilt, ihr habt Erkenntnisse bekommen. Ihr beide und habt demnach auch die Chance, das euch gegenseitig zu zeigen. Also es ist möglich, dass ihr euch hier auf Augenhöhe begegnen werdet. Und ihr werdet euch freuen, also aber auch genießen, ne? Freuen, genießen. Ja. Ach, der Stäbe. Kommunikation ist auf dem Weg zu dir. Eine wichtige Nachricht. Mit dem Pagen der Stäbe auch nochmal bestätigt. Und die drei der Kelche steht für eine Feierlichkeit. Okay. Also, hier kommt eine erfreuliche Nachricht auf dich rein. Vielleicht eine Einladung, vielleicht siehst du dein Gegenüber irgendwo draußen im Club. An Silvester bietet sich ja an. Viele Menschen sind unterwegs, man fühlt sich gut. Man schließt etwas Altes ab, um etwas Neues zu beginnen. Vielleicht vertrittst du hier auch irgendeinen alten Aberglauben, den du umsetzen möchtest in dieser Silvesternacht. Auf jeden Fall kommt hier Meldung rein. Eine sehr gefühlvolle Meldung. Allerdings muss ich sagen, keine Großartigkeit hier. Das heißt, etwas in kleinen Schüben. Eine kleine Nachricht ist das hier. Ja, aber dieses ganz Kleine, was dich hier erreichen könnte oder was du sehen könntest, wird dich hier aber auch wiederum sehr erfreuen. Das wird deine Stimmung anheben, ja, weil es etwas ist, worauf du gar nicht mehr so wirklich gehofft hast. Damit rechnest du einfach nicht mehr. Und plötzlich kommt es rein. Es kommt rein. Er kommt rein durch die Tür oder du kommst rein durch die Tür und dann seht ihr euch. Es könnte wirklich gut möglich sein, dass ihr euch irgendwo begegnet draußen. Oder am Hausflur. Ja, schön. Also, du freust dich hier sozusagen über eine Kleinigkeit, die dein Gegenüber rausgibt. Das könnte hier aber auch wiederum eine wichtige Bestätigung mit sich bringen. Eine sehr wichtige Bestätigung, die du brauchst für dich selber. Da tritt ihn auch jemand in den Arsch, damit er hier in die Gänge kommt, ne? Page der Stäbe. Ja, ist schon sehr feurig und leidenschaftlich drauf, ja. Das ist aber hier so wieder mit einer spielerischen Energie untermalt. Sehr spielerisch. Es kann sein, es kann wirklich sehr gut möglich sein, dass ihr euch irgendwo sehen werdet. Draußen in einem Raum. Und da bist du gerade mit deinen Freundinnen oder mit deinen Kumpels zugange, ne? Und da trinkst du gerade ein und bist schön am Feiern, machst und tust. Und dann wird er von außen angestupst, hier auf dich zuzugehen, weißt du? Und dann sozusagen hier in deinen eigenen Reihen reinzugrätschen, um mit dir zu sprechen, um mit dir zu kommunizieren. Ja, da traut er sich nicht, ne? Da wird er dann auf einmal ganz, ganz klein hier. Ah ja.
Oder hat ihr vielleicht sogar auch den Gedankengang, sollte es jetzt nicht möglich sein, dass ihr euch irgendwo draußen sehen könnt oder euch irgendwo über den Weg lauft? Dann kann es sein, dass er hier dann einfach so denkt, naja, die wird ja jetzt hier irgendwie gerade irgendwie feiern und da will ich jetzt nicht stören mit meiner Nachricht. Irgendwie sowas ist es hier auch, so ein Gedankengang zumindest, ne? Dieser Gedankengang hält ihn hier aber nicht ab, das letztlich dann doch umzusetzen. Page der Stäbe, der macht das. Der macht das aber auf seine eigenen Art und Weise. Na? Ja, da geht das schon in einer gewissen Kreativität über. Was lange währt, wird endlich gut. Es kann hier aber auch dennoch sein. Ja, höchstwahrscheinlich ist es auch so. Das kann hier aber auch dennoch sein, dass du hier schon längst gegangen bist, was auch vollkommen in Ordnung ist. Wenn du gegangen bist und die Verbindung zu einer bestimmten Person nicht mehr haben magst und du eher auf etwas Neues ausgerichtet bist, dann sieht es mir hier so ganz danach aus, als käme hier eine sehr, sehr große Chance für dich rein. Eine sehr große Chance für, also mit dem Ast der Münzen auf jeden Fall. Kommt hier ein Neuanfang rein. Auf einer sehr stabilen und sicheren Basis. Ja, dass du da irgendwie gleich sofort drauf aufbauen kannst. Also irgendwie kein Larifari, kein oberflächlicher Mist. Das ist hier schon etwas, das hat Hand und Fuß. Ne? Ast der Münzen sagt aus, das hat hier Hand und Fuß, das Angebot, das reinkommt. Das kannst du ruhig annehmen, darauf kannst du vertrauen. Und du musst hier auch keine Angst haben, dass dir da irgendwie was wieder weggenommen wird. Darum geht es hier irgendwie, ne? Dass du das Gefühl hast, ach naja, das ist doch bestimmt nur wieder so jemand. Du bist hier zwar vorsichtig, ja, aber hier zeigt sich eine grundlegende Energie an, die sehr, sehr gut zu dir ist, sehr gut zu dir sein wird, ja. Und da kann es dann halt sein, dass du vielleicht in diesen Gedankengang reinkommen könntest. Ach nee, das ist doch bestimmt wieder nur so einer oder so eine, immer nur das Gleiche hier. Nee. Nee, absolut nicht. Eine Niederlage soll dir selber ja hier nicht noch einmal widerfahren. Dir soll auch jetzt endlich mal hier selbst das Glück hold werden. Und der Neuanfang zieht sich natürlich auch ins neue Jahr rein, ne? Und da könnte sich halt eine große Chance, ja, vielleicht triffst du auch auf neue Menschen. Drei der Kelche sind auch neue Bekanntschaften, knüpfen, kennenlernen. Daten, was auch immer, ne? Halt einfach Spaß haben, hier zusammen, beisammen zu sein. Es ist dann nicht nur immer die Karte der Dreierkonstellation, ne? Es ist auch einfach so die Karte des Spaßes, Freude haben, Kontakte knüpfen. Sowas ist es hier, ne? Und daher kann es auch sein, wenn du unterwegs bist, dass du da wen kennenlernst, ne? Und dann heißt es, ja, schau mal hin, denn da ist jemand, der meint es auf jeden Fall gut mit dir. Und diese Person ist, wie gesagt, wunderbar auf- und ausgebaut, hat hier keine Altlasten. Du wirst aber auch wiederum das Gefühl haben, dass dir diese Person das bieten kann, was du einst mal in der Vergangenheit vermisst hast. Ja, hier soll es hingehen. Egal, in welcher Reisegruppe du gerade drin bist, ob du nun darauf hoffst, dass es mit deinem Gegenüber weitergeht oder ob du neu ausgerichtet bist für die Zukunft, das ist egal. Du gehst hier nicht mit leeren Händen aus, denn die Liebe wartet hier schon auf dich, absolut. Wie auch immer deine Situation aussehen mag, die Liebe ist dir hier auf jeden Fall hold und du wirst dein großes Glück finden und haben. Entschuldigung und Dankeschön. Dankeschön. Und da kommt auf jeden Fall eine Person auf dich zu, die zu dir passt und andersrum genau das Gleiche. Ihr werdet euch auch hier sofort erkennen. Ne? Was heißt erkennen? Ihr werdet sofort irgendwie den Blickkontakt haben, dann wird sich das irgendwie sofort, also dann wird ein Vibe entstehen, eine Chemie wird entstehen. Also irgendwie, also man wird dann da irgendwie schon so einen magischen Augenkontakt haben. Oh je, Dankeschön.
Der magische Augenkontakt. Das ist sehr interessant. Da kommt jemand rein und wird den Blick auf sich ziehen. Ihr beide allerdings. Und guck mal, das ist hier auch noch geführt, durch einen Engel beschützt. Der magische Augenkontakt. Oh, das muss ich mir merken, das klingt gut. Ja, das wird dann richtig, richtig andersartig sein. Nicht so, wie du es vorher gekannt hast. Das ist irgendwie anders. Das ist irgendwie so ein Blick, der geht in die Tiefe. Der fesselt dich, der lässt dich nicht los. Das ist aber nichts Toxisches. Ja, das ist etwas Gesundes. Genau, Rat des Schicksals. Hier hat das Schicksal definitiv die Hände im Spiel. Da wird etwas von oben eingelenkt, eingeführt, das zu dir geführt wird, aber auch du wirst zu jemandem geführt. Na, und das ist unumgänglich. Diese Begegnung soll so sein, diese Kontaktaufnahme soll so kommen, wie auch immer das aussehen mag. Ich weiß es nicht. Hier geht auf jeden Fall sehr, sehr viel mit, weil ihr beide hier noch eine Chance habt. Ne? Oder du hast eine neue Chance verdient mit einer neuen Person. Wird dir auf jeden Fall gegeben werden, wenn du daran glaubst und vertraust natürlich, ne? Und wenn du offen dafür bist. Ja, wird auch Zeit, ne? Das wird hier auch endlich mal an der Zeit. Ja, okay. Also das scheint dann hier schon das richtige Timing dafür zu sein, um Menschen dann auch endlich zusammenzuführen, um ein Ja gemeinsam vielleicht abzuschließen und dadurch natürlich gemeinsam neue ins Jahr zu starten. Und das ist hier wieder die Gerechtigkeit. Das ist das, was ich vorhin meinte. Die Waagschale. Die Waagschale ist im Gleichgewicht. Alles ist jetzt in der Balance. Es ist wirklich jetzt an der Zeit, dass zwei Menschen hier zusammengeführt werden dürfen, weil alles jetzt passt und weil alles stimmig ist. Es passt hier wirklich sehr gut wie Arsch auf Eimer. Und dann hängt es natürlich davon ab, was ihr daraus macht. Nutzt ihr die Chance oder nicht? Aber es ist krass, die geistige Welt sagt, es passt. Na, und auch für diejenigen, die neu ausgerichtet für die Zukunft sind. Auch da wird ein Mensch in dein Leben kommen, da wird es einfach nur mega passen. Du wirst es sofort spüren. Du wirst es merken. Anhand eines Blickkontaktes. Das finde ich sehr interessant. Es würde mich ja echt mal interessieren, ob das bei dem einen oder anderen dann noch eintritt. Naja, gut, schauen wir mal. Welche Sternzeichen, also ich lasse es mal so stehen. Eine sehr schöne Legung, wie ich finde. Welche Sternzeichen können dann hier unterstützt werden? Wir haben den Zwilling. Zwilling, Steinbock. Wassermann, Waage. Schütze und der Löwe. Ich hoffe, die Legung war dir dienlich und du konntest hier für dich selbst einen wichtigen Impuls mitnehmen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.